mit Spannung erwartete Duell. Hör mal, wenn die laufen, diese Nocken. Die heute ein Zeichen setzen wollen. Bleiben Sie unbedingt dran. Schön die Rostock-Fans, Digga. Schaffen Sie das? Gleich werden wir es erfahren. Bleiben Sie dran. Die werden jetzt schön enttäuscht heute. Ich begrüße Sie herzlich zu Du, ne? Ja. Sonnenschein, liebe Fußballfans. Die gewohnten Kommentatoren Wolfuß und Frank Buschmann dürfen Sie auch Wolfuß durch diese Partie begleiten. Uns erwartet mit Sicherheit. Ah, ich habe mein Bein angeschlagen an meinen Tisch. Es könnte ein Digga, ich hatte gerade richtig den Dings. Was? So ein Brain-Ticker. Ich muss Kreis drücken. Jetzt warten wir mal ab, aber ich traue weiß nicht. Tourette oder so. Unaufhaltsam. Vielleicht doch einfach hinten. Hansa Rostock hier schön wieder mit einem Push gewesen da. Push doch mal, Push, setzt die Königin ein. Mach einen Queen Charge. Ecke in die Mitte. Und da ist er zur Stelle bei dieser Ecke. Guter Taumann. Ich dachte, ich muss Kreis drücken, genau wie du. Geil! Ja, was war das? Keine Ahnung, wie hatte ich gerade den Ball nicht? Scheiß Romina. Tschüss, Mutter Wien, jo. Boah, war das schlecht. Digga, das war aber schon gefährlich gerade, ja? Sehr gefährlich. Nee, nee, so einfach kommst du nicht an mir vorbei, du kleiner Knecht. Schön, wie der Hansa Rostock hat das hier super entschärft. Oh, jetzt gibt's wieder Arschwasser. Der Fehlpass. Dankeschön. Man, und jetzt wird gepusht. Hansa Rostock wieder im Volltempo gegen den Pass. Und dann schön in den Lauf rein. Schön in den Lauf. Kein Abseits. Kein Abseits. Und Rostock schießt kein Tor. Diese Loser. Entschuldigung. Also bei dir würde ich gerne zuschauen, wenn du sowas machen würdest. Moderator. Oh, schön ausgetrickst. Schön. Hansa Rostock wieder im Push. Dribbelt hier wie ein Weltmeister. Wie ein Weltmeister lässt er die kleinen Rumänen dastehen, als wären sie Schaufenster. Und Schuss! Und oh! Und die Rumänen sind verzweifelt. Depressions. Was? Cherishes. 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 Und je stubre kom, aber du re kapu. Du re kapu, bre. Malinke tabletschki. Etch mit tabletschki. Etch mit tabletschki. Aber du re kapu. Oh! Schäfer Kutschinje, und je stubre kom, das. Da kommt der Ball rein. Hansa Rostock auf dem Vormarsch. Trippel und Pass! Und da fehlt er, kleiner Knecht. Mensch, wohin, Alter? Jetzt mal ehrlich, wohin, du... Gib doch nach unten, du Dogge! Eben. Das Tschüss! Oh, hat mir meinen Rückenwirbel gebrochen bei dem... Ausweichding. Mensch, warum hat er nicht zu denen nach vorne gepasst? So. Was ist das hier, Rumänien? Und jetzt schön, schön rein. Da, oh, oh, wie ein Weltmeister, kein Abseits, sehr schön reingespielt. Rostock läuft auf dem Vormarsch und Schuss! Oh. Schön oha, Alter, warum bin ich gerade so umgekippt? Und Schuss und! Oh. Digga, was für ein Pamphlet. Pass einfach. Nein, okay. Du hast mich verarscht, ich hab echt gepasst. Du Arschloch. Oh, Arschloch, du. Spaß. Komm doch, komm. Tschüss, er schießt nach Rumänien den Ball anstatt ins Tor, Digga. Die Chancen sind da, keine Frage, aber sie machen zu wenig drauf. Oh, der war nicht, der war nicht schlecht, Digga. Ich hab mich schon gerade richtig gefreut. Ich hab gerade so einen Halbsteifen gekriegt, gerade weil ich glücklich war. Wie so ein Dackel.
Mensch, was sind das für Pe. Okay, nichts sagen. Nichts sagen. Konzentrieren. Konzentrieren. Warum sind die bei dir so alle hinten aggressiv, Mann? Digga, Rostock, Bruder. Wir müssen die Grenzen verteidigen. Kein Rumäne darf durch. Kein Rumäne darf durch. Geil, Alter. Oh, jetzt. Schön. Das faul, faul. Bruder, komm. Das war faul, Digga. Digga. Was für Pässe, jetzt mal ehrlich. Du siehst, wie dumm die passen. Komm, brech dein Bein. Oh, komm, brech dein Bein. Doch nicht. Brech das Bein. Brech dein Bein. Oh, Gargamel. Ich wusste, dass du es versuchst, da rumzuspielen. Digga, wie ich das einfach wusste. Ich lese dich wie ein Tekken, Digga. Ich schwör's dir. Warum hast du einen Wurf? Weil ich Dings bin. Boah, ich dachte, es geht raus. Warum bin ich nicht gelaufen? Ich hab dir so in die Fresse geschossen. Es war voll. Es war alles voll geplant, Digga. Schirrwalla. Okay, Digga, wo willst du hin? Verletzt? Wie ist dein Spieler verletzt? Deiner ist verletzt. Wo denn? Sieht man das? Über den Kopf. Jetzt weg. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Da hat er durchaus Optionen. Oh! 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 Yeah! Hansa Rostock! Ich hab mich selbst kaputt gemacht. Geil, Digga. Ich hab mich selbst kaputt gemacht. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn du mit einer gleich starken Mannschaft spielst, ne? Als wenn du mit jemandem spielst, der 5 Sterne hat und der andere hat nur eine 2 Sterne Mannschaft. Man merkt richtig den Unterschied. Foul, nein, Quatsch. Olaru. Subaru. Mensch, was ist das für ein Passe? 1-0 in die erste Halbzeit. Hansa Rostock sehr gut gespielt hier. Motiviert, die Rumäner so richtig eins auszuwischen. So muss das sein. Das sind halt Rumäner, die können nur klauen. Ich pack Spaß. Wir sind Rumäner, Digga. Was willst du? Ich weiß, Spaß. Beleidigst hier gerade dich selbst, du Knecht. Ich weiß, warum darf ich das sagen? Alle Rumäner gehen nur putzen. Bitte ein Ehre. Ja, eine Ehre, bitte. Schön Ball hinten halten. Hansa Rostock sehr gut im Ballbesitz. Jetzt zieht er durch. Er zieht durch. Keine Ahnung, wie er heißt, aber er zieht durch. Er gibt schönen Pass, dribbelt hier den Knecht aus. Den nächsten Knecht aus. Oh, Digga, kommt schon! Spiel doch rein! Der andere zeigt doch, dass er einen Ball haben will. Yeah, no shit. Ja, das war sehr optimistisch. Das hätte ich auch gesagt. Das war sehr optimistisch. Das hat man schon gesehen, ja. Warum nimmst du ihn nicht? Warum nach davor? Das war schon sehr optimistisch, ne? Er hat aus Reflex fast dein Torwart die Beine gebrochen. Ich sag. Geil. Wenn sie die Niederlage abwenden wollen, dann müssen sie vor allem in dieser Hinsicht eine Schippe drauflegen. Hansa? Oh! Das war Arsch, ne? Arschwasser, ne? Du Knecht. Faul! Bitte rot, bitte rot, bitte rot, bitte rot, bitte rot. Oh mein Gott, eine Rot. Du hast eine Rot bekommen. Ich sag das Schiebung. Erbs. Oh, wohin bist du denn gerätscht? Okay. Zum Ball, du Knecht. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt pushen sie. Ja, nee, das ist kein Rot, ne? Du Schleim, gib den Ball wieder her. Du Knecht. Ah, oh, das ist ein Foul, oder was? Das ist halt lächerlich. Gib den Ball her. Lächerlich. Lächerlich.
Lamar. Vorteil aus diesem Foul. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Viel Platz für den Konter jetzt. Was für ein Konter? Mensch. Mein Konter meint er, oder was? Ja, ich denke schon. Gelb-Rot, ja, Rot, Rot-Gelb, raus mit dem Typen. Warum diskutierst du, du Knecht? Der hat doch gerade eine rote, eine gelbe gekriegt. Also, warum gibt's denn eine gelbe? Er ist nicht in meinem Verein, Digga, aber warum gibt's denn eine gelbe, Brau? Bitte rot. So, jetzt komme ich mal mit dem Tor. Guck dir das jetzt mal an, Papa, wie ich das jetzt mache. Zeig. Ich zeig dir das jetzt mal. So. Viertelkraft und das ist ein Tor, guck. Oh! Ich wollte schon zwei, ne? Oh! Die eine Faust. Da geht mir aber eine ab. Wusch. Duff! Das frühe Pressing jetzt. Pressing. Der ist schnell. Da kenne ich mich aus mit Pressen. So, erstmal wieder den Ball in die eigenen Reihen reinkriegen. Sehr schön. Oliver Hüsing. Man nennt ihn auch den Düsenjäger. Oh, schön. Da hat er einen Foul rausgeholt. Das ist eine Frau, lass dir von der nichts sagen. Sag mal, willst du mich verarschen? Ach, kein Problem, wir passen uns ja gegenseitig die Bälle zu hier. Eben. Mann! Super geblockt. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Oh, ich krieg Arschwasser. Oh. Mensch, warum dribbelst du so weit nach hinten? Dummer Gorilla. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gut. Oh, schön. Hansa Rostock wieder in dem Vorpresch. Jetzt natürlich die Rumäne unter Druck. Sehr schön reingepasst. Und das ist das Tor. Jetzt! 2 zu 0. Ah, du pupst. Und Hansa Rostock sogar noch im Unterteil mit einer gelben Karte, ne? Mit einer roten musst du dir noch mal. Chefisch. Sauer. Geil. Mach Controller kaputt. Ich kauf dir einen neuen. Okay. Wir sind eh reich. Oh, schön ausgedribbelt. Wieder Hansa Rostock. Und dann dribbelt er nach oben. Gibt schön rein. Und er läuft. Da ist freier Raum. Und da kommt das nächste Tor. Und da kommt das nächste Tor. Oh, Digga. Jetzt habe ich Blut geleckt, Junge. Pass einfach. Boah, Digga, da hast du aber Glück gehabt gerade. Junge, dass ich den nicht gekriegt habe. Geh weg von mir! Sehr schön nach unten gepasst. Wieder freier Raum, oben in die Mitte rein. Den dribbelt er natürlich aus. Wie soll es auch anders sein? Und ein Schuss! Und! Oh. Bruder, da kriegt aber auch einer harten Stuhl, ne? Warum sind bei dir hinten 35, bei mir stehen hier nur 3? Das Foul. War kein Foul, nein. Foul. Bei Gott, ich habe nicht mal was gedrückt mit meinem Charakter. Ich habe keinen X gedrückt, keinen Kreis, gar nichts. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Schlussphase, sehr schön rein. Wieder freier Strafraum, er jumpt drauf und das ist eine rote Karte, Digga. Raus, das du Drecksschwein. Es ist eine rot. Das muss rot sein, Digga, du hast mich fast tot gemacht. Weg mit dir, Drecksau, weg. Jetzt ist halt, jetzt haben wir halt Dings, wie heißt das? Gleichstand, 10 Leute nur noch auf dem Platz. Sind doch nur 11 Knechte, ne, die da rumlaufen. Ja, 11 Knechte. Ja, ist ein Suppe. Leg dich hin. Perfekt. Komm mal jetzt, Junge. Jetzt zeige ich dir mal, wie man ein richtig schönes Tor schießt, mein Junge. Schieß jetzt. Kajomski. Den Freistoß setzt. Schönes Tor. Danke. Schöner Pass. Danke.
Schönes Foul. Digga, du tötest halt jeden Charakter gerade von mir. Woher weißt du, dass das rot wird? Weil der vorne gelb hatte. Ah, raus mit dem Schwein. Zünde. Digga, dreh doch nicht durch, Digga. Er tötet einfach fast jeden Spieler von mir. Guck mal, jetzt guck dir das an, wie perfekt ich das jetzt mache. Jetzt kommt ein Pass über deine Mauer. Und dann doch nicht. Ja, passt doch, passt. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Kurva. Oh, jetzt laufen sie durch. Rostock hat Blut geleckt. Die wollen natürlich noch ein Tor schießen. Das wird aber verhindert. Von Gustavo Pablo. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt laufen, laufen. Jetzt ist eine Chance. Oh, 11 Meter. Digga, nächste rote Karte für den Knecht. Digga, gleich ist der ganze Verein weg, Digga. Komm mal her hier zu der Frau. Komm mal her, guck mal, ihre Hände. Sieht perfekt zum Kochen. Gelb. Wie macht man das? Wenn der Kreis ganz klein ist, Kreis drücken und so lange halten, wie du den Schuss machen willst. Okay, aber wo ist der Kreis bei dir? Oh, 3-0 für FC Hansa Rostock. Sehr schön gemacht. Gar kein Problem, dieser Junge. Selbst mit 14 weniger Reaktion als ein Obdachloser, der voll mit Alkohol ist. GG. Du hast gesehen, ich bin da hingesprungen, aber der Schuss war zu gut. Guck dir das an, das war so ein richtig butterweich. Mh, zack, batz. So, und jetzt schieße ich noch ein Tor. Und aus jetzt, ne? Komm mal, gib mal her den Ball, du Knecht. Ja, wir noch, jetzt mach ich noch mal ein Tor, guck mal jetzt. Hansa Rostock noch mal am Durchlaufen, noch mal am Durchlaufen. Richtig klasse am Durchlaufen. Hier noch mal am Ausdribbeln, noch mal am Durchlaufen. Und dann kommt das Tor, und dann kommt das Tor und... Wusch! Oh, Digga. Junge, wäre das geil gewesen. Noch ein viertes Tor, Digga. Jetzt aus. Digga, geil. Nice. G to the maximum, G Daddy. Sehr schön gespielt. Hansa Rostock nicht aufzuhalten. Wir küssen eure Herzen.